Aber wenn man einfach nur mal da draufklickt, dann kommt da so Poster da raus. Aber das Ding ist, man hat hier schöne, wunderschöne Pferde. Da packen wir unseren Hund da rein und guck mal. Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Das sieht einfach nur zu einem Geschenk. Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute ist Katja hier alleine, also ich bin hier alleine schon wieder. Yay, ich bin alleine, yay, yay, yay. Und das heißt, Leute, das heißt nichts anderes als ein Toka Boka Lifehack Video. Ich bin gerne dabei und wir können können wir auf jeden Fall schon mal Toka Boka starten. Ich habe für euch nämlich Hacks. Hex? Hä? Warum sag ich Hex? Hex! Ich habe für euch Hex, Bugs und andere Secrets oder so vorbereitet. Auf jeden Fall mehrere, die ich euch zeigen werde diesmal. Und es ist auf jeden Fall auch sehr interessant. Also ich finde es auf jeden Fall sehr spannend auf jeden Fall. Das erste Ding, womit es auch wirklich zusammenhängt, es ist hier auf dem Müllplatz. Und ich habe auf jeden Fall mal euch gefragt, wie die ganzen Sachen, die ganzen Locations hier mal heißen. Und, aber ich habe es wieder vergessen. Boah. Ja, Leute, wir sind hier bei dem Müllplatz, auf jeden Fall, so nenne ich es mal. Und also das Ding ist, Leute, also man hat hier ja so kleine so Papierstückchen, die eigentlich, also ich, vielleicht wusstet ihr das schon, ich wusste es nicht, einfach nur, weil ich dachte so, ja, es ist halt Papier und es ist halt Papier, ne? Also warum sollte da irgendwas Interessantes sein? Aber wenn man einfach nur mal da draufklickt, dann kommt da so Poster da raus. Entweder ein Poster oder wir klicken mal hier raus, irgendein Screenshot vom PC und hier ist nichts mehr. Es ist einfach nur so ein kleines Papierchen. Hier ist, glaube ich, nichts mehr. Einfach nur, weil es kein Papierchen sehr wahrscheinlich ist. Aber hier auf jeden Fall haben wir einfach nur zwei Poster, Leute. Wir haben zwei Poster. Hier, wir haben einfach nur unseren Charakter genommen und einfach nur die Poster hier mitgenommen. Wir können die einfach nur auch für zu Hause dann irgendwann mal aufbewahren. Ich finde es mega cool. Ich wusste es nicht. Und ich glaube, es gibt auch noch auf eine andere Location mit dem... In der Bäckerei, glaube ich, wir können einfach nochmal auch mal kurz reingehen und mal gucken, was da so dahinter steckt, ne? Und wir können dann mal gucken, was da so abgeht. Ja. So, guck mal, Leute, es ist auf jeden Fall hier so ein kleines so ein Papierchen. Und was ist da? Okay, was ist da? Sieht wie nach so ein Dienstplan oder so. Also, ich meine, okay. Ich glaube, es gibt nirgendwo noch mehr, aber einen Dienstplan, warum auch nicht? Ja, Leute, wir können, ich finde es eigentlich ganz cool. Ich finde, das ist eine ganz coole Sache. Ich wusste es einfach noch nicht. Ich wusste nicht, dass es einfach nur existiert, Leute. Und wenn wir schon hier sind, also hier in der Nähe, dann wisst ihr, Leute, man kann, okay. Wir sind zwar in der Nähe, aber wir bräuchten da einfach nur ein paar andere Sachen. Wir gehen jetzt einfach nur irgendwann in irgendein Haus. Das ist eigentlich total egal, Leute. Für das nächste, Lifehack, bräuchten wir auf jeden Fall ein Hundebett. Wir bräuchten auf jeden Fall so ein Bettchen. Und ich würde hier einfach nur mal hier mal gucken, was hier alles so gibt. So, wir brauchen einfach nur so ein kleines, so ein Tierchenbett. Ich glaube, sowas. Sowas könnte das jetzt nicht reichen. Dann holen wir unseren Charakter. In dem Fall mich. Und warum sehe ich jetzt anders aus? Hallo? Wo sind meine Klamotten? Wo sind meine allen Klamotten? Ja. Ist total egal. Irgendwie so die ganzen Klamotten bei meinen ganzen Charakteren ist einfach nur jetzt futscht. Weglaufen. Dann gehen wir einfach nur mal ganz kurz in die... Das ist ja kein Pferdehof, das ist einfach nur so ein Park mit einem so viel Wasser und so. Ja, es ist halt aber nur, ist einfach nur so ein Park. Okay. Aber das Ding ist, man hat hier schöne, wunderschöne Pferde. Das Ding ist, man kann, also die Pferde kann man ja theoretisch dann halt einfach nur nicht mitnehmen. Aber mit diesem Hack kann man sie dann mitnehmen. Und ich glaube, die werden auch schlafen da dran. Ist es so? Schläfst du? Du schläfst! Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Du schläfst! Oh mein Gott. Können wir jetzt wirklich einfach nur ein Pferd mitnehmen? Wir können ein Pferd mitnehmen! Ich habe dich gestohlen. Jetzt gehen wir einfach nur nach Hause und ich platziere mein Pferd nach Hause zu Hause. Das ist ja die Frage so. Also eigentlich theoretisch, das ist ja quasi so wie ein Gegenstand. Und man könnte theoretisch einfach nur einen Pferdehof bei sich zu Hause haben. Theoretisch kann man das. Und ich meine, jetzt praktisch mal gucken einfach nur. Oh mein Gott! Wir haben jetzt einfach nur ein Pferd, Leute! Wir haben ein Pferd! Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Wir haben einfach nur ein Pferd. Können wir uns das Rad da drauf setzen? Oh mein Gott, ich bin auf dem Pferd! Ich bin auf dem Pferd bei mir zu Hause. Richtig cool! Oh, ich kann so...
Und jetzt mal am Schlafen. Richtig cool, Leute. Das ist ein guter Hack. Und ich würde mal sagen, wir gehen zu einem anderen Hack. So, der nächste Hack, Leute. Es gab auf jeden Fall ein Geschenk bei der Post mit einem Hundi. Da ist das. Da ist es sehr wunderschön. Wir haben hier einen Hund. Ist sehr wunderschön. Das nehmen wir mit. Dich nehmen wir 100% mit. Dich brauchen wir auf jeden Fall. Theoretisch. Also, es ist mehr so ein Gestaltungs... Ja, Gestaltungshack. Damit es dann irgendwie so ein bisschen schöner aussieht. Wir gucken einfach nur, ob es wirklich funktioniert. Und ich freue mich einfach nur drauf, wenn es wirklich funktionieren würde. Und Leute, ich meine, wir können auch ein paar andere Gestaltungshacks machen. Wir haben hier unseren Hundi-Hundhund in so einem Schlafbett. Finde ich total süß. Dafür dann bräuchten wir auf jeden Fall noch so ein kleines Ding auf jeden Fall. Zum Beispiel, ich glaube, man kann das irgendwie so bei den Tischen oder so haben. Vielleicht so ein Rollding. Es gab auf jeden Fall so einen kleinen Rolltisch. Ich glaube, das ist, also wir nehmen es einfach nochmal das. Es ist eigentlich total egal, glaube ich, welchen Tisch genau ihr benutzt. Ich nehme mal das hier und ein Verpackungspaket. Da packen wir unseren Hundi da rein und guck mal. Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Das wird einfach nur zu einem Geschenk, Leute. Und dann können wir einfach nur unser Geschenk mal hier so einpacken. Ja, guck mal, Leute, es ist ja wirklich so. Ich glaube, eigentlich können wir das Ding nicht da drauf stellen. Aber wenn wir unseren Hündchen einfach nur mal erstmal in ein Geschenk einpacken und dann das auspacken. Guck doch mal, wunderschön. Aber guck mal, das ist einfach nur richtig schön. Da können wir einfach nur unseren Hund einfach nur mal so hin und her schieben. Ich finde das eigentlich ein ganz cooler Hack. Dann können wir auch zu dem nächsten Hack gehen. Dafür nehmen wir auf jeden Fall zwei kleine Tischchen hier. Und ich guck mal auf jeden Fall, welche Spiele es gibt. Ich glaube, das ist halt, ja, das ist nicht unbedingt nicht alles gratis. Aber auf jeden Fall, wir nehmen hier so, können zwei oder drei Spiegel nehmen. Eigentlich total egal. Aber ich finde so, diese Spiegel sehen einfach nur am besten aus. Und die können so richtig gut hier reinpassen. Das ist jetzt so einen kleinen Kosmetiktisch. Also, wo man einfach nur mal sich mal ein bisschen schminkt oder so. Jetzt könnte ich wirklich versuchen, einfach die Spiegel so richtig gut gerade zu machen. Das ist auch eine Challenge, Leute. Dann bräuchten wir auch da quasi dazwischen auch so... quasi so ein Wandregal. Vielleicht so groß. Ja, es ist eigentlich total groß. Total egal, wie groß. Und guck doch mal. Ja, die Wandspiegel sind nicht unbedingt ganz gerade. Das stört mich einfach nur. Ich muss es einfach nur unbedingt ganz gerade haben. 50.000 Jahre später. Ja, dann sieht es doch besser aus. Und dann können wir auch hier vielleicht noch ein paar so Dekos mal reinschieben. Erstmal auf jeden Fall ein Stuhl, weil wir müssen noch mal hinten hinsitzen, ne? Oh, das ist aber richtig cool. Auf jeden Fall bräuchten wir auch ein paar Lampen. Diese hier würde ich mal so richtig schöne machen. Jawohl, genau, Leute, das ist hier. Das sieht ja schon mal schön aus. Und in diesen kleinen Sachen können wir auf jeden Fall hier ein bisschen so mal Markus Pink Kosmetik-Sachen mal reinpacken. Vielleicht so ein paar Towels. Wunderschön, Leute. Guckt doch einfach nur mal an. Guckt euch das mal an. Das ist ja richtig cool. Also ich finde es richtig wunderschön. Und wir können jetzt einfach nur mal hier so ein bisschen das mal so hier schminken. Wir gehen jetzt zu dem nächsten. Also das ist kein Hack, sondern ein Bug. Das Ding ist, das passiert auf jeden Fall was sehr Komisches. Und man könnte es vielleicht für irgendwas benutzen. Vielleicht für so Hide and Seeks oder so. Dafür gehen wir in Krankenhaus. Krankenhaus. Ich glaube mal diese Etage hier. Es ist diese Etage da. Das ist genau die Etage, die ich brauche. Und zwar, Leute, wir wissen ja eigentlich schon, dass es hier so einen Bug gibt, dass hier die Sachen einfach nur mal hier nach oben hinpacken. Aber es gibt dafür noch ein Hack, was sehr komisch ist. Also auf jeden Fall. Da bräuchten wir, ich glaube so, man kann sich da mal so reinbuggen, indem man sich einfach nur hier hinter diesem Tisch sich versteckt. Aber dafür braucht man, ich glaube unbedingt, dass halt jemand hier auf den Betten mal schläft, weil damit wir halt nicht immer hier auf das Bett reinkommen. Ich frage mich so, jawohl, es geht. Es geht wirklich. Und guck mal, Leute. Du bleibst mal hier. Die brauchen mich nicht. Wunderschön. Also ich meine, das kann man richtig gut für irgendwelche Verstecke, so Hide and Seeks oder so, benutzen. Also ich finde es richtig cute und so. Und vielleicht so hier so hinter dem... Ja, also wenn man das schon richtig gut macht, dann kann man das sehr wahrscheinlich für die Hide and Seeks benutzen. Vielleicht so mit einem kleineren Personen oder so. Warum bist du da drin? Das ist so komisch. Und zum Beispiel der hier, der kann jetzt nicht mehr wieder rein, weil der wird auf jeden Fall auf das Bett geschoben, komischerweise. Aber wenn die ganzen Betten voll sind, dann kann man auf jeden Fall hinter den Tisch mal reingehen. Spieltokaboka ist da ein bisschen anders. Und jetzt, guck mal, jetzt bin ich jetzt wieder nicht hinter dem Tisch, sondern auf dem Bett. Und ich schlafe auch nur ganz schön und friedlich auf dem Bett. Aber ja, Leute, auch so ein kleiner Hack. Und ich glaube, es gibt hier auch noch einen anderen Hack.
Und zwar in der Dusche. So wie ich das verstanden habe, kann man sich einfach nur hier draufstellen. Vielleicht mit so einer? Wir versuchen jetzt einfach nur mit ein paar Babys oder so. Mit so einem großen. Nee, funktioniert nicht. Das Baby möchte auch nicht dahin. Vielleicht muss ich noch irgendwas machen, damit ich da wirklich auch da stecken bleibe. Ja, okay, das war kein so ein guter Hacker. Ich teste einfach nur auch hier live mit euch, ob die wirklich funktionieren. Aber das hat sich so ein bisschen so herumversprochen, aber naja, leider funktioniert das nicht. Aber ich habe da auch für euch noch eine sehr gute Secrets auf jeden Fall. Also es ist ein Secret und zwar, ich finde es einfach nur fantastisch. Es wird, glaube ich, das letzte für heute sein. Es ist relativ interessant. Und zwar ist es bei dem Freizeitpark. Und zwar, was war das denn? Ich glaube hier ganz in der Mitte. Genau, das ist ganz in der Mitte. Da hat man nämlich so kleine Muscheln, die man sammeln kann. Also einmal das hier, einmal das hier. Wir haben schon zwei gefunden. Relativ easy. Es gibt auf jeden Fall noch eine. Und zwar, die eine ist auf jeden Fall hier hinter, glaube ich. Ja, genau, hier hinter auf jeden Fall. Hier gibt es auch einen Diamant. Hier haben wir noch eine Muschel und wir bräuchten noch eine. Und die eine, noch eine, ist auf jeden Fall hier versteckt. Wir bräuchten auf jeden Fall auch diese Treppen hier. Weil, guck mal, da sind auf jeden Fall die Muscheln abgebildet. Und guck mal, und da passiert was. Da passiert was. Was passiert denn da wohl? Und... Tada! Ich weiß nicht warum, aber wir haben hier einfach nur richtig coole Sachen. Wir haben hier ein paar Sachen für die Kinder. Guck mal, wie süß ist das denn? Einfach nur so ein Fischanzug. Finde ich richtig cool. Auch so wieder noch so ein Fischanzug. Aber für Erwachsene diesmal. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Das ist richtig süß. Es ist richtig süß. Und noch ein Haianzug. Das kriegt der Papa. Genau. Einfach nur so ein riesen Hai. So. Also, ich finde es einfach nur... Ich wusste es einfach nur nicht. So ein kleines Secret. Richtig cool, Leute. Ich mag es tatsächlich sehr gut. Oh mein Gott, hier ist so ein Hütchen, was wie ein Eis aussieht. Ich meine, falls euch heute die Sachen jemand gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben da. Und Leute, ich wollte auch noch mit euch ein bisschen mal fantasieren. Bisschen fantasievoller sein. Es ist ja so, dass man halt hier in dem Character Creator, wo man halt Charakter erstellt, viele Klamotten hat, die aber leider keine Farbenauswahl haben. Was wäre es, wenn es einfach nur halt in Tokaboka auch so eine Farbenauswahl wäre? Das wäre doch einfach nur so super. Ich finde es einfach nur, das wäre so cool. Guck mal zum Beispiel, wir haben jetzt einfach nur mal die nachgemachte Mina. Ich nehme mal die Mina, weil wir haben die auf jeden Fall mal für die Serie benutzt. Und guck doch mal, Leute. Ich kann nicht einfach nur so random Leute mal hier einfach nur machen. Das ist schön, aber guck mal, wie cool das wäre einfach nur, wenn wir einfach nur irgendwelche andere Charaktere nehmen würden. Und einfach nur, weil zum Beispiel, guck doch mal, Leute. Vielleicht, hier, ich mag das Oberteil total gerne, aber ich würde es zum Beispiel auch ein bisschen anders haben wollen. Okay, also wenn ich das einfach nur hier mal so anziehe, dann passiert da ja was, ne? Also ich ziehe das einfach nur mal hier an. Richtig gut. Aber zum Beispiel, ich mag das Oberteil, aber ich mag das nicht, dass es so korallpink ist. Zum Beispiel, ich könnte es mal vielleicht gelb machen oder vielleicht gestreift. Mit so irgendwelchen Mustern oder so. Leider geht es halt noch nicht in Tokaboka, aber was ist, wenn es so wäre? Bitte schreibt einfach nur gerne unten in die Kommentare rein, ob ihr das auch so sieht. Das ist einfach nur so, das wäre auch wirklich cool einfach nur. Weil man denkt sich die ganze Zeit so, ich möchte auf jeden Fall was Pinkes. Ich liebe das hier total, aber warum ist es nicht in Pink? Warum ist es nicht Pink? Nicht in Pink, ich möchte es in Pink haben. Na, da gibt es hier einfach nur keinen Farbkreis und so, mit so, wo man einfach nur die Farben auswählen kann. Das wäre ja richtig super. Das wäre richtig super, Leute. Also Leute, wie schon gesagt, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, ein Daumen nach oben da und ein Glöckchen da, falls ihr keine weiteren Videos von uns verpassen möchtet. Und ich würde mal sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.